Was sagst du denn dazu, dass gestern diese Neuinfektionen in den Pflegeheimen regelrecht explodiert sind? Ja, zunächst einmal guten Morgen, lieber Wolfgang. Es geht weiter, kann man da nur sagen. Und das ist sehr, sehr traurig, weil ja die Strategie der Bundesregierung jener ist, 100% der Bevölkerung in einen totalen Lockdown zu schicken, während völlig klar ist, wo der eigentliche Herd, das Zentrum der Infektionen ist, nämlich in den Pflege- und Altenheimen und neuerdings auch, das habt ihr heute berichtet, auch stärker in den Krankenhäusern. Und daher ist nach wie vor die Frage zulässig und auch wichtig zu stellen, warum die österreichische Bundesregierung nicht das jetzt bereits von den sogenannten Massentests, die ja keine waren, aber trotzdem das Bundesheer, das dort ja schon geübt ist mit dem Testen, jetzt nicht vor die Pflege- und Altenheime bringt, dort Schleusen macht und sicherstellt, dass niemand, weder ein Besucher noch ein Mitarbeiter noch ein Pfleger, ohne einen negativen Test in das Pflegeheim und Altenheim hineinkommt. Das wäre eine relativ leichte Übung. Naja, und vielleicht hat ja die Ministerin für Landesverteidigung, die sich ja heute auch zu Wort meldet in einer Pressekonferenz, diese Ankündigung heute für uns. Es würde wahrscheinlich eine Vielzahl an Todesfällen verhindern, wenn man weiß, dass die Hälfte der Toten, die wir jetzt zu verzeichnen haben, seit März in Pflege- und Altenheimen war. Ja, Peter, damit hast du ja letzte Woche am Mittwoch schon in Fenner live für Aufsehen gesorgt und für eine große Diskussion. Du hast gesagt, schickt das Bundesheer in die Pflegeheime, in die Altenheime. Und siehe da, gestern riesige Schlagzeile auf der Bild-Titelseite: Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr, soll jetzt Pflegeheime sichern. Also in Deutschland passiert das jetzt, was du vorgeschlagen hast. Wie genau stellst du dir das vor? Wie soll das funktionieren? Naja, man hat eine sehr gut mittlerweile geschulte, ausgebildete und auch funktionierende Infrastruktur des Bundesheeres. Das hat man ja gesehen bei den Tests in allen Bundesländern. Das hat ja von der Organisation und vom Ablauf reibungslos funktioniert. Dass die Menschen zum großen Teil nicht hingegangen sind, steht auf einem anderen Papier. Aber die Organisation hat funktioniert. Und daher wäre es jetzt ein leichtes, diese Organisationseinheiten vor die Pflege- und Krankenhäuser oder vielleicht sogar Altenheime, also überhaupt in die kritische Infrastruktur zu schicken und dort beim Eingang einfach Schleusen zu errichten. Ich brauche ja niemanden deswegen wegsperren oder niemanden benachteiligen. Ich kann auch Besuche natürlich zulassen, aber zuerst muss jeder, der das Haus betritt, getestet werden. Und wenn jemand positiv getestet wird, dann kann er natürlich nicht hinein. Und alle, die negativ getestet worden sind, können hinein. Das geht mittlerweile innerhalb von 10 Minuten, diese Tests. Und das wäre die Königsidee und natürlich auch die Lösung dafür, dass in den Pflege- und Altenheimen nicht weiter infiziert wird, weil wie wir wissen, ihr habt ja auch diese Bilder gehabt, natürlich finden in den Pflege- und Altenheime soziale Kontakte verstärkt statt, verstärker als sonst überall, weil es gemeinsame Essen gibt, weil es gemeinsame Spieleabende gibt etc. Und das ist natürlich dann eine besondere Gefahr für die Älteren, für die vulnerablen Menschen, die dann dort mit dem Virus in Berührung kommen und wie man sieht, dort auch die Todeszahlen explodieren.